Vito, von mir auch liebevoll Werbe-Vito genannt. Gar nicht als Diss, denn er ist ja immer in Werbeclips dabei von großen Unternehmen. Ich glaube bisher Otto, Telekom, Saturn und jetzt Audible. Ich weiß nicht, ob die Firmen davor korrekt waren. Auf jeden Fall war er schon immer bei großen Firmen mit dabei, wenn es um Werbung geht. Und nun ist er bei Audible zu sehen. Das Video ist so sehr, sehr kurz gehalten. Ich glaube, das ist extra für Social Media. Und da sagt Vito, ich bin kein Muskelberg, der eiserne Hanteln stemmt. Ich bin, was ich höre. Ich höre Audible. Ich bin kein Muskelberg, der eiserne Hanteln stemmt. Ich bin, was ich höre. Ich höre Audible. Audible, kann ich euch sagen, bin ich auch ein mega großer Fan davon. Ich habe auch dieses ganz normale Abonnement, wo man einen Zehner zahlt und dann kann man sich ein Hörbuch im Monat rauslassen. Ich kaufe mir aber auch relativ viele Hörbücher. Wen es interessiert, was ich so höre, kann mir gerne bei Instagram folgen, weil da haue ich gerne mal in den Stories raus, was ich da so höre. Ich muss aber direkt dazu sagen, ich höre mir keine Fitness-Audiobooks an. Ja? Also wen nur das interessiert, der ist da dann bei mir, bei meinem privaten Instagram-Channel nicht so gut bedient. An der Stelle möchte ich auch mal unseren Podcast erwähnen. Und zwar ist er auch seit geraumer Zeit bei Spotify. Könnt ihr auch abonnieren. Ihr wisst, Spotify ist gratis, wobei ich habe denn noch nie ein gratis Spotify-Account, weil die 10 Euro, die sind wirklich sehr, sehr gut investiert. Dann hat man keine Werbung. Ich weiß nicht, was man sonst hat. Man hat auf jeden Fall keine Werbung und da ich Werbung hasse und es für Podcasts und Audible und Spotify keine Adblocker gibt, zahlt man halt einen Zehner. Ja, also checkt auf jeden Fall unseren Podcast auch aus. Der Timmy hat mal wieder ein Posing-Update zum Besten gegeben. Timmy aka Tim Gabel. Er hat verletzungsbedingt nun 1,5 Jahre nicht mehr wirklich trainiert. Ich glaube, damit ist er der einzige Gymshark-Athlet, der keinen Sport macht. Ja, Tim Gabel ist einer der ganz, ganz wenigen Gymshark-Athleten in Deutschland. Gymshark, muss man klar sagen, die sind so, wie sie aufgestellt sind, nicht die typische 0815 Fitness Fashion Brand, sondern bei denen ist halt schon so, dass sie sehr, sehr stark sich nach oben orientieren. Das heißt, bei Gymshark im Headquarter empfehle ich euch mal hier bei YouTube ein Video einzugeben. Da seht ihr, dass diesen großen Gebäudekomplex von Gymshark, von der Company, die orientieren sich halt so daran, was macht Reebok, was macht Puma, was macht Nike, was machen Adidas etc. Und nicht so sehr, was macht jetzt Fitness Fashion Label 0815. Dementsprechend sind da auch nur große Leute. Tim Gabel ist einer von ihnen. Aber es geht ja um sein Posing-Update. 1,5 Jahre hat er jetzt keinen Sport mehr gemacht und mit Kevin Wolter hat er mal blank gezogen, das Shirt ausgezogen und gepostet. Und siehe da, man muss sagen, er sieht besser aus als sehr, sehr viele Menschen, die trainieren. Das zeigt, also sollte es wirklich stimmen, dass er seit 1,5 Jahren keinen Sport mehr gemacht hat, sieht er natürlich schon bombastisch dafür aus. Mega gute Veranlagung, mega geile Genetik und man sieht eben auch, wenn man dann mal aufhört mit dem Sport, es muss nicht immer alles direkt weg sein. Das ganz, ganz große Problem ist ja bei sehr vielen Menschen, die aufhören mit dem Sport, da ist dann auch, die hören mit allem auf. Also sie hören mit ihrem gesunden Lifestyle auf gesunde Ernährung etc. Und dementsprechend sehen sie halt schnell aus wie ein Mülleimer. Bei Tim Gabel, der weiß natürlich, wie der Körper funktioniert und er wird jetzt wahrscheinlich aus der Ernährung keine Wissenschaft machen, aber er behandelt seinen Körper halt auch nicht wie einen Mülleimer. Ja, prinzipiell, es ist ja immer das eine Menschen zu sehen. Er war jetzt mit Kevin Wolter im Powerhouse Gym in Berlin. Da ist das Licht generell so sehr schmeichelhaft. Die Wände sind sehr dunkel, sieht so alles, man sieht dort in diesem Licht gut aus, da kann man schöne Instagram-Bilder machen. Tim Gabel, wenn ihr ihn jetzt so sehen würdet, angezogen, der sieht sportlich aus, aber auf gar keinen Fall ist das jetzt ein Brecher. Also der fällt jetzt nirgendwo auf, weil man sagt, wow, also da kommt jetzt ein Schrank, sondern sportlich, schlank würde ich ihn sagen, wenn er aber das T-Shirt aussieht, 1A.
Heute habe ich mal bei Julian Zietlow reingeguckt auf den YouTube-Channel und während ich mich vorbereitet habe für diese News-Folge, hatte ich mir die Kommentare angeschaut und da hatte ich so gesehen, dass viele kommentieren, ah, Ron ist wieder auf Julians Zweitkanal unterwegs. Dachte ich erst, hä, warum? Er ist in sehr, sehr vielen Julian Zietlow-Videos zu sehen. Aber ja, scheint ja zu funktionieren. Die beiden haben auf jeden Fall stabile Klickzahlen. Die Jungs von Rocker haben sich in Berlin getroffen, um ein Shooting zu machen. Und dort waren sie in einer CrossFit-Box. Und um da vielleicht ein bisschen auszuholen, ich bin ja auch jemand, der aktiv zum CrossFit geht. Beim CrossFit ist so, die Menschen, die das machen, tun oft so extrem elitär und erhaben, haben aber von Ernährung gar keine Ahnung. Training ist auch sehr dürftig oftmals. Supplements, gar keine Ahnung. So gar keine Ahnung. Also da ist so das Flexwissen vor 15 Jahren noch wirklich so over the top im Gegensatz zum durchschnittlichen Crossfitter, muss man ganz klar sagen. Dort hat sich Foodspring reingescammt und Foodspring, diese Marke hasse ich, weil diese zwei Bastarde, die diese Firma führen, mich damals so ekelhaft von oben herab angelogen haben, das werde ich niemals vergessen. Jedenfalls hat sich Foodspring, nachdem sie in der Fitnessszene ziemlich eiskalt abgeschmettert sind, beim CrossFit so reingescammt und Julian und Ron, die waren jetzt in der CrossFit-Box, man sagt da nicht Gym, man sagt Box, keine Ahnung warum. Ja, und dort standen eben Foodspring Supplements rum. Das ist so gang und gäbe. Foodspring ist in sehr vielen Boxen vertreten. Warum? Ja, weil die Crossfitter, die haben keine Ahnung, die kaufen sich dann Foodspring Whey, wo ich glaube 500 Gramm kosten 29,90 oder so. Schmeckt ultra beschissen, aber ja, wenn man keine Ahnung hat, dann säuft man halt auch Müll. Jedenfalls haben die Jungs dann dort irgendwie ein Spiel gespielt. Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, ich kannte das auch nicht. Ron musste einen veganen Shake trinken. Und Julian Zietlow hat dann auch noch einen BCAA-Dosendrink getrunken. Warum ist dieses Thema jetzt in den News? Ja, weil sie die Foodspring beleidigt haben, weil sie gesagt haben, das schmeckt scheiße, bringt nichts, sich darüber lustig gemacht haben. Deswegen ist es in den News. Komm, Ron! Ron! Ron, es soll voll gut schmecken. Ey, kennt ihr das, wenn ihr was richtig Ekliges trinkt? Oh. So Gorbatschow oder... Oh. Ja, ich muss erstmal mit was Gutem nachdenken. Ja, übrigens Foodspring. Diese Woche kam eine Meldung. Die Firma oder der Konzern ist es eher, der Mars gehört. Also der Konzern heißt auch so Mars. Die haben Foodspring gekauft. Also das ist jetzt praktisch eine Firma, die sehr, sehr einflussreichen und wohlhabenden Menschen gehört. Eine amerikanische Company hat jetzt praktisch Foodspring gekauft für die zwei Spasten, die das mal gegründet haben und dann mit Fremdkapital hochgezogen haben, hat das sich, denke ich mal, gelohnt. Denn wenn da so eine große Company aus Übersee einsteigt, die legen immer viel Geld auf den Tisch. Ja, warum machen das Firmen? Vielleicht kurzer Ausflug in die Wirtschaft. Die wollen einfach ihr Portfolio erweitern. Die haben keine Lust, jetzt hier in Deutschland extra eine Brand aufzubauen. Daher kaufen die das zu. Ich prophezeie aber, Foodspring, das ist so eine Marke, die ist so sehr, sehr austauschbar. Und international werden die kein Land gewinnen. Nun kommen wir zu einem Herrn, den die Jüngeren unter euch eventuell gar nicht mehr kennen. Ich habe diesen Herrn, ich glaube 2012, als ich bei der FIBO war, noch als ganz normaler Besucher, habe ich ihn am Nutrex-Stand gesehen und mich angestellt für ein Foto. Dort stand er mit Larissa Rice, die mittlerweile aussieht, naja, sagen wir mal so, die eine oder andere Schönheits-OP hätte sie sich schenken können. Aber damals fand ich Larissa Rice heiß. Es war auch so mit einer der ersten Frauen, die ich so gesehen habe, die so super sexy, super weiblich waren, aber auch schon so Muckis hatten. Ist jetzt natürlich auch schon eine ganze Weile her und damals sah Larissa Rice auch, finde ich, besser aus.
Mittlerweile ist der Athlet, aber um den es jetzt geht, 39 Jahre jung, war das letzte Mal 2016 bei der Tampa Pro auf der Bühne. Und er wurde sogar mal von der deutschen Supplement Company gesponsert. BMS, gibt's sie eigentlich noch? BMS, von denen hatte ich damals eines meiner ersten Supplemente, Creavitago. Die, die ungefähr so alt sind wie ich, um die 30, die kennen noch Creavitago. Dafür hat er, glaube ich, auch Werbung gemacht. Ich spreche von Zack Khan. Zack Khan. Ich weiß gar nicht, wie spricht man? Amann. Ach, er hört mich nicht. Wie spricht man ihn aus? Zack King Khan. Ja? Er war immer so ein Ultra-Masse-Monster, ein unangepasster Typ. Sein Instagram-Profil, ich glaube, es wurde gesperrt, weil er einfach immer, er hat da übelst hart so Influencer und die Men's Physique Boys und Bikini Girls beleidigt etc. Und ich habe mich immer gefragt, was aus ihm geworden ist. Ich hatte ihn dann in den letzten Jahren auf ein paar Expos immer mal wieder gesehen, aber ich glaube, er war dann da als privater Besucher. Und jetzt ist es so, dass Zack King Khan beim British Grand Prix auf der Teilnehmerliste steht. Der wird, wenn ihr die News seht, vermutlich schon gewesen sein. Jetzt, wo ich die News aber gerade drehe, ist er noch nicht zu Ende. Und ich bin gespannt. Also Comeback von Zack King Khan. Übrigens auf unserem internationalen Channel startet ab nächster Woche eine neue Videoreihe. Wir werden Nathan D'Asher begleiten, wie er praktisch seine Vorbereitung für den Mr. Olympia macht. Ja? Also ein Porträt von Nathan D'Asher über mehrere Wochen. Checkt auf jeden Fall den Gannikus International Channel aus. John Roden, vor noch gar nicht allzu langer Zeit saß ich hier in den News und habe so gesagt, ach du grüne Neun, der Sean, der sieht ja echt ein bisschen out of shape aus, aber ich bin mir sicher, der kommt schnell zurück. Und nun hat er diese Woche ein Instagram-Posting rausgehasselt, bei dem man sieht, holy shit, das geht bei dem ja echt schnell, da sieht der schon ansehnlich aus. Ja, also KFA deutlich reduziert, die Muckis und die Streifen, die zeigen sich schon so langsam. Sean Roden macht ernst, der bereitet sich auf den Mr. Olympia vor. Übrigens, netter Fun Fact, als Sean Roden letztes Jahr den Mr. Olympia gewonnen hat, ich weiß nicht, ob er die 600.000, also 600.000 Instagram-Follower hatte oder ein Ticken weniger. Ich meine, ein Ticken weniger. Jetzt hat er 1,6 Millionen Follower. Ihr seht, es lohnt sich also noch Profi-Bodybuilder zu werden und Mr. Olympia, denn dann habt ihr von innerhalb eines knappen Jahres einen Follower-Zugang von über 1 Million. Stabil. So, kommen wir. Kein Diss an der Stelle an Max Matzen. Ich habe es in den Kommentaren gelesen zum Stoffi Maxi. Max Matzen ist so mit einer der realsten im Game, wenn es um Roids geht. Ja? Ich hatte mich sowieso immer gefragt, wann kommt endlich einer auf die Idee, wenn er schnell viel Reichweite bekommen möchte, einfach seine Dosierung zu sagen. Das ist immer interessant. Die Leute finden es immer nice. Sind da immer super neugierig. Max Matzen hat da schnell geschaltet und geht jetzt so vor. Ja? Er spricht sehr offen über Roids, hat jetzt diese Woche ein Video rausgehauen. Mein Off-Season-Stack, jetzt erst recht. Und da verrät er, was er zu sich nimmt und wie viel. Allerdings weiß man nicht genau von den Hormonen und Roids, wie hoch die Dosierung ist im Einzelnen. Er nimmt aktuell in der Off-Season 1,5 Gramm Stoff zu sich. Ich weiß es nur gerade nicht mehr was. Das war, glaube ich, genau, Sustanon, also ein Testosteron Mehrkomponenten-Testosteron, Nantronon, NPP, Nantronon, Phenylpropionat und Droster, aka Trostanolon. Davon insgesamt 1,5 Gramm plus Wachstumshormone und Insulin. Er sagt auch, was für ein Insulin und wann er das Insulin zu sich nimmt. Und an diesen High-Carb-Tagen wird Unmengen Insulin, Unmengen HGH und Unmengen Kohlenhydrate gezimmert. Das bedeutet im Detail, an den High-Carb-Tagen sind es über 1000 Gramm Kohlenhydrate sauber am Tag
um die 500 bis 550 Gramm Protein und Fett, was halt so über die Ernährung reinkommt, na, zwischen 70 und sagen wir mal 150 Gramm, je nach Kohlenhydrat- und Proteinquellen. Ansonsten habe ich deutlich weniger Steroide drin, als es in der Wettkampfvorbereitung der Fall ist. Es sind natürlich alle oralen Steroide rausgeflogen, es ist das Trenbolon rausgeflogen, es ist Primobolan wieder draußen. Das Testosteron ist ein bisschen höher. Momentan habe ich jetzt eine Dreierkombi aus Sustanon, NPP und Drostanolon drin. Und dann kann ich aus Erfahrung sprechen, dass ich da sehr gut drauf reagiere. Ich finde das dahingehend gut, weil viele, das ist eigentlich schon wieder so ein Tacheles-Ding. Ja, aber ich reiße es kurz an. Ganz viele Profis, ehemalige Profis, die sagen immer, oh, ich bin ein totaler Fan von Kohlenhydraten und so, vor, während, nach dem Training. Denk so, ja, du Arschloch, aber dann sag den Leuten doch auch, dass du immer Insulin dazu ballerst, dass du nicht nur einfach dein Vitago säufst während dem Training und das nicht nur machst wegen den Kohlenhydraten, um mehr Dampf zu haben, sondern weil sonst dein Blutzuckerspiegel abschmieren würde und du verrecken würdest. Ja? Und deswegen finde ich gut, dass Max Matzen sagt, was er um das Training herum nimmt, nicht nur an Ernährung, sondern auch an Roids, dass nicht die ganzen Kinder losgehen und sich Vitago 100 Gramm während dem Training reinballern und sich dann wundern, warum sie fett werden. Ja, so viel dazu. Er hat auch noch ein zweites Video rausgehauen und ich glaube, damit ist er oder ist sie die erste Frau in Deutschland, die als aktive Athletin sagt, was sie für Roids nimmt. Sollte das eine andere Dame schon mal gemacht haben, dann sorry, ich habe es bisher nicht mitbekommen. Bei Clara war HGH mit im Spiel. Wachstumshormone haben den extremen Vorteil, ist kein Sexualhormon, haben keine vermännlichenden Nebenwirkungen, treiben die Lipolyse an, gerade kombiniert mit dem Cardiotraining kannst du die Kalorien relativ hoch halten, kannst trotzdem Fett verbrennen, selbst im Kalorienüberschuss, was normalerweise nicht geht. Also für alle Mädels da draußen, das ist die Wahl, dazu solltet ihr greifen. Im Falle von Clara war noch Nandrolon, Phenylpropionat mit dabei und das hat auch dicke ausgereicht. Wir machen jetzt hier mal wieder keine Dosierungsangaben, sonst werden wir in der Luft zerrissen. Clara heißt die junge Dame, 1,81 groß, ich glaube 90 Kilo schwer, also die ist schon echt ein Klopper. Laut Max Matzen auch sehr, sehr stark, sehr, sehr stabil, isst 300 Gramm Eiweiß am Tag. Die meisten Jungs von euch haben Probleme, 200 am Tag zu essen und bekommen das nur mit Shakes hin. Und sie ist eine Athletin, die der Max Matzen vorbereitet. Und dort wurde jetzt auch mal offen gesagt, was die junge Dame zu sich nimmt. Sie nimmt NPP zu sich, Oxandrolon, auch liebevoll Oxys genannt, und Wachstumshormone. Hat sie in der Vorbereitung zu sich genommen. Jetzt ist sie in der Off-Season und ist praktisch komplett off. Also nimmt keine Roids mehr. Und was bei ihr auch noch super interessant ist, sie ist Veganerin. Ja? Sagt aber auch, dass sie die Muskeln oder einen Teil der Muskeln, die sie hat, vorher konventionell aufgebaut hat, also als Karnivore, als Fleischfresserin. Ja, interessante, transparente Videos für alle, die sich interessieren. Mensch, was nimmt eigentlich ein Athlet so zu sich? Ja, übrigens, die Clara ist in der Women's Physique-Klasse. Das ist die höchste Frauen-Bodybuilding-Klasse, die es gibt. Das klassische Frauen-Bodybuilding wurde ja praktisch abgeschafft. Die tingeln jetzt so um die Welt, machen da ihre Posing Touren und Männer, die dann ein bisschen mehr hinlatzen wollen, die können dann diese Frauen immer buchen und mit denen allerhand Schweinereien machen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die Seite heißt, wo man sowas buchen kann. Aber vielleicht einer der Gannikus-Follower, der weiß das und hilft da in der Community aus, damit auch mal andere Gannikus-Follower in den Genuss kommen können, sich von einer sehr, sehr starken Frau auspeitschen oder sonst irgendwas zu lassen. Yes, Freunde, das war's mit den News. Ihr wisst, Daumen hoch, Daumen runter, bla bla blub. Ich bin wieder raus, lasst euch nicht verarschen. Salut.